Herzlich willkommen in meinem niegelnagelneuen Gewächshaus. Dieses Gewächshaus haben wir gestern in 10 Stunden mit 3 Personen aufgebaut. Ich habe gestern Abend noch alleine noch mal ein paar, gestern noch eine Stunde ungefähr, so ein paar Klammern befestigt. Also diese Plexiglasscheiben, diese Hohlstegplatten oder wie sie sich nennen, die werden halt mit so Klammern festgeklammert. Und da es gestern Abend etwas windiger wurde, habe ich gedacht, das musste das nochmal eben schnell fertig machen. Dann mit Taschenlampe und so weiter, weil es halt schon ziemlich schnell dunkel wird im Moment, im November. Ja, dieses Gewächshaus habe ich für knapp 250 oder 259 Euro gekauft. Neu. Und ja, ich hatte gewisse Erwartungen an das Gewächshaus und beim Auspacken habe ich dann erstmal realisiert, was man so für 250 Euro erwarten darf. Und aber jetzt, wo das Ganze aufgebaut ist, muss ich sagen, bis auf diese Geräusche, wenn der Wind ein bisschen stärker pfeift, also da muss ich wahrscheinlich noch die ein oder andere Klammer hinzufügen, aber so an sich finde ich das jetzt gar nicht so schlecht. Ich kann euch das ja dann nochmal zeigen. Ich werde euch später auf jeden Fall auch nochmal ein Video machen, wenn das Gewächshaus fertig eingerichtet ist. Jetzt zeige ich euch gleich erst einmal, wie das Ganze aufgebaut wurde. Ich habe da so ein paar Bilder gemacht dabei. Da könnt ihr euch das mal anschauen. Und dann werde ich euch auch verraten, wenn ihr selber mal so ein Gewächshaus bauen oder kaufen wollt, worauf ihr beim Aufbau achten solltet, damit das auch wirklich gut funktioniert. Ja, da soll das Gewächshaus irgendwann mal stehen. Das sieht gerade jetzt noch nicht danach aus, aber naja. Hier haben wir uns schon mal das Fundament rausgesucht aus der großen Kiste und schon mal hingelegt, wie das hinterher ungefähr aufgebaut wird. Wird dann miteinander verschraubt, das Fundament. Das sind die Teile dafür, beziehungsweise das sind, glaube ich, sogar schon andere Teile. Es macht Sinn, sich diese Stangen nach Nummern sortiert irgendwo hinzulegen. Das macht es hinterher wesentlich einfacher. Sonst, wenn man sich das alles so einzeln aus der Kiste raussuchen muss, dann ist man noch eine Stunde länger zugange. Auch die Einzelteile, die kann man sich irgendwo drapieren oder in irgendwelche Schüssel aufteilen. Das macht auch sehr viel Sinn. Ja, hier wird gerade das Fundament montiert. Die Anleitung ist manchmal etwas gewöhnungsbedürftig und naja, also ihr werdet es selber merken, wenn ihr das mal aufbaut. Da steht das Fundament, schön ausgerichtet mit Wasserwaage. Und dann kann es auch schon losgehen. Dann wird hier die erste Wand zusammengebaut. Das ist jetzt die Vorderseite, wo später auch die Tür reinkommt. So, das ist die Rückwand. Die haben wir schon mal hier hingestellt. Was fertig ist, ist fertig. So, wenn alle vier Wände fertig sind, dann wird das hingestellt. Dann kommt das Dach. Das war eigentlich recht leicht zu machen. Immer wieder die Schrauben daneben stellen. So, das Wetter war nicht wirklich sehr gut, aber zumindest war es trocken. Da steht schon das Grundgerüst. Hurra! Aber langsam müssen wir uns beeilen, denn es wird so langsam dunkel, wie man hier sieht. Und so habe ich das dann hinterher mit Taschenlampe dann noch zu Ende gebracht. Es wurde dann noch etwas stürmisch dabei, also musste ich mich etwas beeilen. Aber wie ihr seht, hat das dann hinterher noch hingehauen. Ein bisschen unaufgeräumt noch im Inneren, aber gut. Zumindest ist es fertig geworden. Über das Teil werde ich euch gleich noch was erzählen. Das ist so ein automatischer Öffner. Auf der anderen Seite habe ich den nicht. Ich habe gedacht, auf einer Seite reicht das. So sieht das Ganze dann im Dunkeln aus. Ich habe dieses Gewächshaus mit einem Fundament gekauft. Das ist diese untere Leiste hier. Das ist dieser untere Rahmen aus Alu. Ne? Hier dieses Teil hier. Das wird also auch zusammengeschraubt und das kann man dann im Vorfeld schön am Boden ausrichten, in Waage stellen. Vielleicht kann man das hier irgendwo erkennen. Ich habe da erstmal so Steine drunter gelegt, damit es auch erstmal hält. Das werde ich dann vielleicht noch mit Speis oder Beton später nochmal befestigen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, dass man das Gewächshaus später an diesem Fundament festmacht. Ich habe das also wirklich dann festgeschraubt bzw. mit Popnieten festgepoppt an mehreren Stellen.
sodass das eigentliche Gewächshaus dann an dem Rahmen befestigt wird hinterher. Man kann natürlich alternativ auch aus Beton ein Fundament bauen oder eben Streifenfundamente gießen, aber das wollte ich nicht. Was ich mir auch zusätzlich geleistet habe, ist dieses Teil hier. Also um mal zu vergleichen, wie das Standard, wie der Standardverschluss aussieht, dann zeige ich euch das mal auf der anderen Seite. Mal eben hier drehen. Das ist also der Standardverschluss. Der wird einfach nur hier so festgeklemmt. Den kann man dann hier aufmachen. Gerade regnet es ein bisschen draußen. Jetzt ist alles so ein bisschen wackelig hier. Ich bin auch gerade hier noch voll dreckig. Egal. So, das kann man jetzt hier festmachen. Aber da muss man selber so ein bisschen auf die Temperatur achten. Was ich mir, wie gesagt, geholt habe, ist es für das zweite Fenster, ist dieses Teilchen hier. Hier ist so ein, wie nennt man das? Hydraulikfeder. Da ist halt ein Öl drin, was sich bei Wärme ausdehnt und mir dann das Fenster entsprechend der Temperatur aufdrückt. Im Moment ist es ja jetzt hier nicht wirklich warm drin und ich werde das Ganze mal ausprobieren. Vielleicht hole ich mir nachher mal einen Föhn und dann probiere ich das Ganze mal aus, ob ich das richtig eingestellt habe. Eine der größeren Herausforderungen war es, diese Klammern hier zu befestigen bzw. erstmal herauszufinden, wie man die befestigt, weil das ist in der Beschreibung wirklich nicht sehr gut beschrieben. Ne? Ich versuche das jetzt hier mal gerade mit einer Hand, weil ich mit der anderen Hand gerade die Kamera halte. Ich muss sie also hier reindrücken. Ich habe natürlich jetzt nicht mit einer Hand. Aber ich kann euch das mal zeigen. Doch, funktioniert schon. Ne? Also, jetzt nicht wirklich. Okay, also die vordere Nase, die muss im Prinzip immer nach vorne zeigen. Und das muss hinter die Scheibe greifen. Man kann das hier oben noch mal sehen. Vielleicht. Ja. Und dann müssen da jetzt gleich noch ein paar Klammern dazu, weil man sollte pro großer Scheibe, pro Seite ungefähr 4 von diesen Klammern benutzen. Und unten ist das dann mit diesen Haltern hier am Halter dann an dem Alu befestigt. Ja, ich werde jetzt noch ein paar Handgriffe machen in diesem Gewächshaus hier. Ich muss jetzt noch den ganzen Plastikmüll hier noch wegräumen. Weil die ganzen Scheiben, die waren halt mit Plastikfolie verklebt und so weiter. Und dann werde ich wahrscheinlich schon mal irgendwie was hier reinstellen. Ist ja jetzt November. Ich habe das jetzt erstmal primär gekauft, um meine Pflanzen, die nicht ganz so viel Frost vertragen, und meine Bonsai und so weiter, dass ich die hier reinstellen kann. Werde ich gleich mal so ein bisschen hier irgendwas reinstellen, einen Tisch oder so. Demnächst werden natürlich dann auch Beete angelegt für das Frühjahr. Und dann war es das erstmal für dieses Jahr mit diesem Gewächshaus. Und vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Jahr in diesem Gewächshaus das ein oder andere nochmal wieder, wenn es darum geht, wie pflanze ich mein Gemüse etc. pp. Was kann man alles mit so einem Gewächshaus machen? Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch mal einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und da gibt es auch noch so eine Glocke, da könnt ihr drauf drücken, dann werdet ihr auch daran erinnert, wenn ich mal wieder ein Video hochlade. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao, ciao.